falsch abgebogen und du hast verloren. Ich bin jetzt, sollte eigentlich hier abbiegen in die Straße, in der ich jetzt fahre, bin geradeaus gefahren. Das hat, glaube ich, 5 Minuten gedauert, bis ich da umdrehen konnte. Da muss man sie dann einfach reinquetschen, es hilft nicht, die halten dann schon an. What a crazy town. Not a town, it's a city. And I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street. Oh, ich bin jetzt kurz vom Flughafen. Ein Kilometer vielleicht noch. Gerade hat mich einer angehupt, aber nicht weil ich ihn störe, sondern weil er es geil fand, dass ich hier mit einem Rad oder Rennrad hier rumfahre. Hat irgendwie Thumb up mir gegeben. Haben wir ein bisschen hin und her gewunken. Ja, coole Aktion. Ist eigentlich selten hier. Und mit Radfahren haben die Jungs und Mädels hier nichts am Hut. Oder wenig zumindest. Zumindest nicht die Allgemeinbevölkerung. So. Gleich da, ich melde mich von der Skylane wieder oder Bike Lane. Hier im Außenbezirk geht es jetzt langsam mit dem Fahren. Es ist auch noch viel los, aber man kann wenigstens mal die Straße kreuzen. Das ist ja in der Innenstadt überhaupt nicht möglich. Wie so eine kleine Autobahn hier. 1, 2, 3, 4, 5 Spuren. Ja, keine Ahnung, jetzt hier hoch oder hier runter? Ich fahr lieber mal hier runter. Hoch kann ich immer noch. Das war schon mal nix. Es geht hier einfach nur rum auf die andere Seite. Okay. Und wir gucken, dass ich jetzt wieder rüberkomme. Ja, da war Humaul schon. Ich weiß, ich bin falsch. Eine Ehrenrunde. Ah, hier ist sie schon. Hier sieht man sie. Ja, cool. Richtig geil. Sehr schön. Ich will bloß noch einen Eingang finden. Irgendwo da vorne geht es links rein. Ah, an den Parkplatz. Scheiße, jetzt hat es mich beinahe geschmissen hier. Diese Bodenwellen hier. Sind nicht ohne. Lieber Schwan. Schön den Lenker festhalten. Ja, da waren wir gestern. Jetzt sind wir wieder da. Hätte ich gleich da bleiben können. So, da ist sie. Happy and healthy bike lane. Ob das so healthy ist hier bei dem ganzen Dunst und Abgasen, das ist schon extrem, aber ich habe mir gestern noch Masken gekauft beim 7-Eleven bei diesem Supermarkt, habe es natürlich jetzt im Zimmer liegen lassen, das ist typisch Frank Bedaleur, also bestens vorbereitet, kauft die Sachen ein und lässt sie liegen dann, ja, aber es kann noch besser werden. Also ich schwinge mich jetzt nochmal drauf. Okay, da vorne geht's rein, der Capo wartet schon. Hello. Where is the start? Over there? Okay, thank you. Okay, da drüben geht's irgendwo rein, sagt er. Die ganzen Thais fahren mit dem Auto her, laden dann ihr Rad aus. So wie es der Frankenpedaleur bei der RTF dann immer macht. Wenn es ein bisschen zu weit ist und er zu bequem ist. Mal schauen, was da los ist. Gulf lese ich, Gulf.
Abgulfen wollen wir nicht. Nicht in meinem Alter. Ah, hier geht's los. Ja, geil. Richtig cool. Ja, die Jugend ist auch schon am Start. Hallo. Hallo. Cool. Ah, hier ist die Verpflegungsstelle dann, RTF. Gibt's alle da Essen dann? Ich hab schon wieder Hunger, das passt. Hallo. Ja, richtig geil. Schauen wir mal, wo das Segment hier losgeht. Muss ich ja erstmal abchecken, wenn ich schon mal da bin. Jetzt gibt es erstmal einen fetten Smoothie. Bananensmoothie. I talk to my camera. Kopf und Kopf. More? It's not enough? It's enough? I don't understand. Ah, okay. Kaskad? Oh, no, no. I need the cash card? Oh, okay. I buy a card? Okay. Boah, das war jetzt auch lustig. Jetzt habe ich hier so ein Armband bekommen. Und ich hätte eigentlich meinen Passport gebraucht, um den zu hinterlegen, weil die wollen dann die Daten haben, wer sich hier rumtreibt und so weiter. Hatte ich jetzt nicht dabei. Auf das war ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich hier einen Pass brauche, wenn ich auf die Bike lernen will. Aber mit Überredungskunst und Freundlichkeit hat es funktioniert, dass sie mich so reingelassen haben. Ich habe meinen Namen notiert und Telefonnummer. Und jetzt geht's hier durch. Jetzt bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, das sollte jetzt irgendwie funktionieren. Oder auch nicht. I don't know. Müssen wir es irgendwo hinhalten? No stepping. Müssen wir das hier hinhalten? Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt. Sesam, öffne dich. I did it. Ja. Yeah. Ah, hier. Okay. Danke. Das war jetzt gerade hier der Typ vom Ausgang. Den habe ich nämlich vorhin schon gefragt, wie ich denn hier reinkomme. Er konnte aber kein Englisch und nichts. Start Point. Und er hat mich jetzt noch einmal angewiesen. Ja, ich soll hier rumfahren und dann bin ich auf der richtigen Seite. Na gut, dann let's go. Jawohl, da rollt's gleich mal. Sehr schön. Oh ne, davon den schnappe ich mir. Oh, der ist aber nicht so schnell unterwegs. Fährt gemütlich. Try to grab
40 Sachen haben wir drauf. Mal schauen, ob ich das durchhalte. 25 Kilometer. Ein bisschen Gegenwind momentan. Aber es macht schon Laune hier. Geiles Teil. Vor allem nichts los. Kannst hier echt, wenn du hier wohnst, deine Intervalle abspulen, ohne gestört zu werden. Vor allem kein Autoverkehr. Only for bicycles. Richtig schön. Was heißt jetzt Entschuldigung auf Thai? Ich kenne nur Scusi. Gefallen, was Entschuldigung heißt. Ich glaube, Kotot. Kotot müsste, glaube ich, Entschuldigung sein. Mir ist zu spät eingefallen. Naja, beim nächsten Mal. Nur 17 Kilometer, 6,5 noch. Ziemlicher Gegenwind jetzt. Nur noch knapp über 30 auf dem Tacho. Wie schnell geht's? Der Wind, ein Freund oder Feind. Wer sich fragt, warum hier vier Spuren sind, ist ganz einfach. Hier auf der Autobahn, rechts die langsamen, links die schnellen. Wobei, ich könnte das aussuchen, ich würde niemanden behindern oder überholen. Aber ich denke mal, so Feierabend wird hier schon ein bisschen mehr los sein. China Airlines hebt ab. Weil ich bin auf der langsamen Spur. Ich habe natürlich einen Denkfehler, hier ist der Linksverkehr. Da fällt mir auf der linken Seite langsam und auf der rechten überholen. Also ist das hier die Überholspur? Naja, da bin ich ja genau richtig hier. Ich bin eh so Lusche. Okay, I did it. Oh, ist unfair hier. Oh, da wird er mal anfangen. Die Form ist ja total weg. Jedes Jahr dasselbe. Als wäre man zum ersten Mal auf dem Rad in seinem Leben. Boah, ist das heiß. So. Kopf, guck mal, Kap. Sauber die Kap. So, das war's. Jetzt gebe ich mein Armbändchen wieder ab und quäle mich durch den Verkehr zurück in die Innenstadt, ins Epizentrum. Aber erst gönne ich mir noch einen Smoothie. Oh, das war jetzt geil. Richtig cool. Aber hier sind auch noch so kleine Lanes, die kannst du dann anscheinend ohne Armband benutzen. Ah, die probiere ich jetzt nicht aus. Ich glaube, die sind jetzt nicht so spannend. Okay. Komm, komm mal ab. So, die Kappe. Komm, komm mal ab. Yes. The next time? Yes, of course. I didn't know it. So if I would have known it, then I would have taken it with me. But I thought I come here and it's okay. Next time I bring, yes. Here? Yes. Okay, finished. Thank you. Thank you. Bye bye. Also Passport mitbringen, wer hierher will und die Bike Lane benutzen will, der braucht seinen Ausweis oder irgendeine ID, irgendwas mitnehmen. Ohne geht's nur mit Glück, so wie ich es hatte. Oh, vielleicht könnte ich hier meine Schaltung einstellen lassen, weil die irgendwie rattert. Mal schauen, ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld dabei. Ich frag da mal. Hätte ich jetzt eine Stunde oder zwei warten müssen, weil der Mechaniker nicht da ist. So viel Zeit habe ich jetzt nicht.
scheißegal. Ich fahre wieder zurück, weil ich habe ja heute Abend auch noch was vor. Und ja, vielleicht verstellt es eh wieder, wenn ich nach Chiang Mai reise. Das war jetzt irgendwie durch den Koffer. Das ist jedes Mal, wenn ich das Ding im Koffer habe, verstellt sich das Teil. Aber ich müsste jetzt irgendwie den Bautenzug lösen, dass der Käfig ein bisschen weiter nach rechts geht, weil die Einstellschraube ist eh schon ganz nach rechts. Also ich kann es nicht mehr weiter nach rechts machen. Das müsste dann jemand machen, der entsprechendes Werkzeug hat. Ich hab's nicht dabei. Gut, jetzt gibt's noch einen Smoothie. Hier wieder eine Cashkarte kaufen oder holen. Box 2. Ist das Box 2? Ja. Oh, hier. Cashcard. Okay. Hallo. I need a cash card for a smoothie, yeah? Do I have to pay or how much is it? So I pay the smoothie here? No. Huh? I pay the cash card or the smoothie here? What, which one? Just... Minimum 10 baht. 10 baht? 10 baht for the card. 10 baht, 100. Ah, no, I just want to buy a smoothie, that's all. Smoothie, banana smoothie. 45 baht. 45 baht. Yeah. Yes. 20. Okay. 05. This one? This? Okay, thank you. Okay, bye. Okay, jetzt gibt's einen Smoothie mit der Cashcard. Komisches System. So kompliziert. Zurück in die Hölle. Hier gibt es sogar eine Fahrradspur, allerdings fährt hier keine alte Sau mit dem Rad. Ich bin glaube ich der Einzige. Wenn, dann fahren sie mit dem Roller hier lang. Aber immerhin, es gibt eine. Den ich sehe hier in den Straßen. Okay, das war der Ritt durch Bangkok. Ich bin ziemlich schweißgebadet. Ich weiß nicht, ob man sieht. Oh, schon ziemlich schwül draußen. Ja, ein ziemlicher Dschungel. Aber ja, mit ein bisschen Übung funktioniert es dann. Mogelt man sich schon durch, man darf bloß keine Angst haben und nicht dauernd anhalten, sondern halt auch ein bisschen die Ellenbogen ausfahren. Dann geht es schon, sofern man halt die Möglichkeit hat, die auszufahren. Aber sobald man irgendwie rüberzieht, dann merken die das schon und geben dann entsprechend Abstand. So, ich dusche mich jetzt, mache mich jetzt ausgefertigt und gehe noch ein bisschen durch die Stadt. Dann sage ich auf Wiederschauen, bis zum nächsten Video. Bye bye. Hey. Hey.